Das möchte ich auch hier heute ganz deutlich machen. Leichtbau war aktuell, Leichtbau bleibt aktuell. Leichtbau wird immer Enabler für ökologische Mobilität sein. Veranstaltung heute ist genau das, was wir brauchen, weil wir wissen, dass wir durch schmutzige Luft krank werden. Das heißt, wir brauchen neue Technologien, um das zu verhindern. Weil wir der Meinung sind, die anstehenden Probleme und Aufgaben in der Bearbeitung von neuen Werkstoffen sind schwer alleine zu lösen. Daher suchen wir eben die Partnerschaft und wo dann die Firma Hamel-Reichenbacher an uns herangetreten ist, um da mitzuspielen, haben wir relativ kurze Überlegungsphase gebraucht, weil das eigentlich genau unsere Strategie ist und deswegen sind wir gern da damit dabei. Es geht um die saubere Luft, es geht um den Mitarbeiterschutz, es geht um die spannende Verarbeitung. Ich finde das wirklich mal klasse, dass eigentlich unser Randthema auch mal so ein bisschen mehr Platz bekommt. Die Kunden mögen nicht nur einzelne Bausteine einkaufen von verschiedenen Zulieferern, sondern wirklich das Gesamtkonstrukt nachher kaufen, also ein funktionierendes System. Und deshalb ist es wichtig, dass die Zulieferer auch schon im Vorhinein zusammenarbeiten, beispielsweise jetzt auch mit dieser Veranstaltung, die wir hier gemeinsam ausrichten. Man sieht nur, was man erwartet. Wir sind heute auf Niveau Aluminium und zum guten Teil schon drunter. Wir sind halt das teuerste Produktionsgut und man sollte dann auch die Menschen dementsprechend schützen. Künstliche Intelligenz, Biologisierung von Prozessen und all diese Themen werden aber auch wieder den Leichtbau befähigen, produktiver, wirtschaftlicher zu werden und eben auch agiler. Meine Erwartungen heute waren, einen Einblick zu bekommen in die Vielfältigkeit der Zerspantechnik an der Automobilindustrie, insbesondere was unsere potenziellen Fräspartner alles zu bieten haben. Ich war sehr überrascht über die Vielfalt von den Themen oder dieses Thema mit der Vielfalt an Referenten. Angefangen vom Leichtbau, wo kommt er her, über die Zerspannungstechnik, Absaugtechnik bis hin zur Medizintechnik. Mir hat die Veranstaltung insgesamt sehr gut gefallen. Für mich habe ich vor allen Dingen mitgenommen, dieses Zusammenwirken von den unterschiedlichen Stellen. Super fand ich diesen Aspekt mit dem Gesundheitsbewusstsein nochmal direkt mit reinzubringen. Man nicht nur von der Industriesichtweise, sondern auch mal von der Gegenseite, also wirklich der medizinische Aspekt, der damit dargestellt wurde. Ich muss zugeben, spezifische Erwartungen hatte ich nicht, aber dafür wurden sie umso stärker übertroffen, weil man heute einfach jeden Aspekt der Zerspantechnik mitbekommen hat. Ich werde mich auf jeden Fall wieder anmelden. Ein toller Tag, ein tolles Seminar. Das Thema passt genau zu dem, was uns täglich bewegt. Für die Firma Reichenbacher ist das Gegenwart, in Prozessen zu denken und Lösungen anzubieten. Wir überlegen erst, was der Kunde wirklich braucht. Am liebsten sind wir bereits in der Conceptual Design, also in der Konzeptphase mit am Tisch und möchten die richtige Lösung erarbeiten zusammen mit unseren Kunden. Und was für uns Gegenwart ist, drückt sich auch in der Organisation Reichenbacher aus. Die Konstruktionsabteilung, also die Entwicklungsabteilung, ist quasi die größte Abteilung, die wir haben. Da machen wir mechanische Konstruktion, da machen wir Elektrokonstruktion und mit unseren Partnern innerhalb der Schädelgruppe auch, bieten wir auch Engineering-Kapazität mit an. Also das ist unsere Stärke und das würden wir gerne in den nächsten Jahren viel stärker noch ausbauen, um dann kundenbezogen immer die richtige Lösung zu haben. Ich bedanke mich außerordentlich auch nochmal für die Organisation dieser Veranstaltung, der Vogel Verlag, die Industriepartner, Schuko, Fraunhofer Institut, die Firma Reichenbacher natürlich und die Firma Hufschmidt. Und das möchten wir auch wiederholen, das werden wir wiederholen und freuen uns jetzt schon auf das nächste Event dieser Art.